Wir werden bei den Wahlen im kommenden Jahr, bei den Wahlen in Ostdeutschland, in Thüringen, in Sachsen und in Brandenburg beeindruckende Erfolge erzielen und die Stimme des Volkes wieder in die Landtage tragen. Wir werden bei den Wahlen im kommenden Jahr, bei den Wahlen in Ostdeutschland, in Thüringen, in Sachsen und in Brandenburg beeindruckende Erfolge erzielen und die Stimme des Volkes wieder in die Landtage tragen. Liebe Landsleute, liebe Freunde Deutschlands, das Jahr 2023, es liegt hinter uns und das Jahr 2024, es liegt vor uns. Es ist Zeit, einen Rückblick auf 2023 und einen Ausblick auf das kommende Jahr zu tun. Das Jahr 2023, es war geprägt von großen Erfolgen unserer Partei. Wir sind durch die Wahlen in Hessen und Bayern Volkspartei auch im Westen geworden. Wir sind heute die einzige echte demokratische Opposition in Deutschland. Dieser politische Sieg findet aber statt vor einem Hintergrund, der das deutsche Volk und unsere Nation in die tiefste Krise der Nachkriegsgeschichte gestürzt hat. Die Ampelpolitik, sie liegt wie Mehltau auf unserem Vaterland und wichtige Entscheidungen werden nicht getroffen bzw. bewusst falsche Weichen gestellt. 2023 sah zwar das weitgehende Ende der sogenannten Corona-Maßnahmen, aber die Aufarbeitung dieser schlimmsten politischen Krise der Nachkriegsgeschichte ist durch die etablierten Parteien verhindert worden, eine Schande für unsere Demokratie. Wir als AfD wollen die Aufarbeitung und wir werden, wenn wir in Verantwortung sind, diese Aufarbeitung auch im Interesse der Geschädigten betreiben. Darüber hinaus geht es weiter in der Gesamtfrage der Zuwanderung. Wir erleben wieder eine Massenzuwanderung, die das Niveau von 2015 quasi erreicht hat. Wir haben weiterhin offene Grenzen. Wir haben durch das sogenannte Bürgergeld einen Magneten eingeschaltet, der insbesondere Hunderttausende aus der Ukraine in unser Land gespült hat. Menschen, die hier nicht in den Arbeitsmarkt integrierbar sind, genau wie viele Syrer und ähnliche, die ebenfalls vom Bürgergeld leben. Dieser Asylmagnet muss abgeschaltet werden. Wir sind für Sachleistungen statt Geldleistungen. Wir wollen, dass unser Deutschland die Heimat unserer Kinder und Kindeskinder bleibt. Eine Heimat in Wohlstand. Und das ist nur mit geschlossenen Grenzen möglich. Die wenigen, die tatsächlich asylberechtigt sind, sollen Asyl bekommen, aber die vielen, die kein Asyl genießen, sie müssen unverzüglich abgeschoben werden. Wir kommen damit letztlich zum nächsten Thema, der Verarmung der einheimischen Bevölkerung, der maßlosen Teuerung, die über unser Land hereingebrochen ist und die viele Familien, die seit Jahr und Tag in Deutschland arbeiten, bereits heute in die Armut oder an den Rand der Armut getrieben hat. Erstens fehlt das Geld für einheimische Familien deshalb, weil es für Hunderttausende Unberechtigter in den Sozialsystemen ausgegeben wird. Es wird zu Milliarden und Millionen ins Ausland verpulvert für den Krieg in der Ukraine, für unsinnige Entwicklungshilfeprojekte in aller Herren Länder. Auch hier fliegt unser Geld in Größenordnungen aus dem Fenster. Darüber hinaus hat man parallel dazu einen Wirtschaftsniedergang eingeleitet, der ebenfalls zur Armut beiträgt. Es ist der gesamte Bereich der Kostensteigerungen durch die sogenannte Energiewende. Die Energiewende verteuert das Heizen, sie verteuert den Kraftstoff, sie verteuert alles, was wir an Energie benötigen. Sie sorgt darüber hinaus dafür, dass durch die Folgekosten in den entsprechenden Produktions- und Lieferketten auch der Einkauf für alle Familien überall teurer wird. Wir müssen das verhindern und dem ein Ende setzen. Vor diesem Hintergrund begrüßen wir als AfD auch die mutigen Bürger, die Bauern, die Arbeiter, die Gewerbetreibenden,
die am 8.1. ihre Großdemonstration in Deutschland abhalten wollen. Diese Menschen verdienen unsere Solidarität. Sie haben seit Jahren als Motoren der deutschen Wirtschaft ihren Dienst geleistet und sie werden heute von der deutschen Sozialdemokratie und der Ampel verraten. Diese Menschen werden uns als AfD immer an ihrer Seite finden. Und darum müssen wir das Jahr 2024 mutig und beherzt gemeinsam angehen. Das Jahr 2024 muss in die Geschichte eingehen als das Jahr der Genesung der deutschen Nation. Als das Jahr der Genesung Deutschlands vom linken Totalitarismus, vom Öko- und Klimawahn, von all den linken Lügen, die heute unser Land in die Katastrophe getrieben haben. Das Jahr 2024 muss aber auch in vielen bürgerlichen Kreisen als das Jahr der Erkenntnis eingehen, dass eine CDU, die sich immer dann, wenn sie in der Opposition ist, konservativ gibt, um dann in der Regierung mit Linken, Grünen und SPD nach links abzubiegen, eben keine wirkungsvolle Alternative ist. Die CDU wird alles das, was sie heute an Konservativem sagt, politisch in den Koalitionsverhandlungen verraten. Das einzige Mittel dagegen sind wir als AfD. Wir müssen die Union zwingen, ihren konservativen Wesenskern wiederzufinden. Wir werden bei den Wahlen im kommenden Jahr, bei den Wahlen in Ostdeutschland, in Thüringen, in Sachsen und in Brandenburg beeindruckende Erfolge erzielen und die Stimme des Volkes wieder in die Landtage tragen. Wir werden bei der Kommunalwahl unter anderem auch in meinem Bundesland Sachsen-Anhalt einen gewaltigen Erfolg erzielen. Wir werden auf kommunaler Ebene die Grundlage dafür legen, dass der politische Sieg des deutschen Konservatismus 24 erfolgen kann. Und gemeinsam werden wir zur Europawahl Mitte des Jahres auf Bundesebene einen Erfolg erzielen, der die etablierten Parteien dem bewusst macht, was der Wille des Volkes ist. Das deutsche Volk will eine Mitte-Rechts-Regierung. Es hat genug von linken Gesellschaftsexperimenten, von Gender-Unsinn, von Klimawahn und ähnlichen linken Erfindungen. Und darum rufe ich euch alle auf, lasst uns gemeinsam zusammenstehen, lasst uns 2024 auf der Straße, in den sozialen Medien, in den Parlamenten einen politischen Kampf für unsere Heimat führen, damit wir in einem Jahr sagen können, Deutschland ist genesen, die Ampel ist Geschichte und Deutschland ist wieder das Land, in dem unsere Kinder und Kindeskinder eine gute Zukunft haben. In diesem Sinne ein frohes neues Jahr, ein frohes und schaffenskräftiges 2024. Euer Martin Reichert. Es grüßt euch die gesamte AfD Sachsen-Anhalt. Bis dann. Wir sehen uns auf der Straße. Vielen Dank.